Willkommen zurück, liebe Freunde, zum nächsten Part. Battlefield 5 in den Kriegsgeschichten. Wir sind hier vor dem Bunker, der gefüllt werden soll mit dem schweren Wasser. Und wir müssen jetzt versuchen, hier durchzukommen. Ups. Da war doch nix. War doch alles in Ordnung. Ich habe aber ein bisschen geschlampt, muss ich sagen jetzt. Da habe ich wirklich geschlampt. Also das war wirklich schlecht gerade. Aber wir werden das Ganze jetzt zu einem Abschluss bringen. Ja klar, was denn auch sonst? Ich gebe mir Mühe. Ach, ich sehe den Typen nicht, der das lustig fand. Ah, der. Hä? Also. Putz, putz. Und du kommst auch noch mit hier. Zack. Jetzt haben wir nur noch 3 Schuss. Ich wusste gar nicht, dass da hinten noch einer war. Das war einer mehr als angenommen. Sonst ist hier keiner mehr. Wir gehen sofort in den Bunker rein. Ich würde nur gerne vorher einmal schauen, was es hier noch gibt. Ich weiß nämlich nicht, ob es Sinn macht, jetzt überhaupt nochmal so eine Sniper einzupacken. Und Freunde, ihr wisst noch gar nicht, was auf euch zukommt, denn, also zumindest die, die die Kampagne nicht kennen, weil das mit dem Schleichen im Hardcore-Modus, das ist ja alles noch schön und gut, ne? Ich sah gerade aus, als wäre es ein Schalldämpfer, aber das ist nur dieser komische Aufsatz dafür. Das ist alles schön und gut, aber im nächsten Kapitel, also in der nächsten Kriegsgeschichte, da ist nichts mehr mit Schleichen. Und da werde ich so dermaßen oft sterben, glaube ich. Boah, ein Sturmgewehr. Muss man nicht lange überlegen. Ach so, ja, genau, das machen wir noch schnell. Ich glaube, ich werde dann so eine Compilation machen. Ich werde so eine... So wie bei Dark Souls, das viele machen, so eine... So ein Todeszähler, wie oft man in dem Spiel gestorben ist. Dann mache ich dann so eine Compilation daraus mit den lustigsten Toten oder wie. Oder den frustrierendsten, sagen wir es so. Wir nehmen trotzdem noch die Sniper mit, vielleicht sind hier so vereinzelt Gegner, die wir dann mit der Sniper heimlich ausschalten können. Oh, sorry. Es bleibt spannend. Ich dachte schon, da liegt ein Toter, aber das sieht aus wie Kleidung, ne? Aha, guck mal an. Haben wir jetzt mittlerweile nicht sogar schon alle Briefe? 3 von 6, ah, es gibt 6 Stück. Uiuiui. Ui, ui. Okay. Tja dann. Punkt war es kalt. Jetzt kann ich prüfen, lage meine. Monster. Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Det er en makt vi ikke kan kontrollere oss. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Die ist gelenkig, die hat bestimmt mal Yoga gemacht. Oh Gott, ich glaube, jetzt kriegen wir erstmal... Hallo, willst du mal fahren? Ah, jetzt. Yo! Genau! Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich den irgendwie ausweichen kann.
Damn, was geht denn hier ab? Ich kann nicht nach... Achso, jetzt hat er automatisch nachgeladen, okay. Okay, das war schon mal der Flammenwerfer-Typ. Iggy, ich bin hinter einem fucking LKW. Hör auf, mich abzuknallen. Ich will jetzt nicht hier kurz vor knapp noch verrecken, Mann. Ich mach erstmal das Ding hier kaputt. So. Jetzt haben wir genug Zeit, ohne dass wir hier... Oh Mann! Aber wo war da einer? Okay, jetzt weiß ich wo. Jetzt aber. Ein paar Schuss haben wir noch. Okay. Astrid erreichen. Ja, tja, Oh. Thank you.
Während der Besetzung wurde über unzählige Heldentaten und Opfer nie berichtet. Der Widerstand war ein Krieg der kleinen Aktionen und knappen Rettungen, bei denen immer auch die eigene Familie auf dem Spiel stand. Viele Norweger verloren beim Kampf für den Widerstand ihr Leben. Schweres Wasser war ein wichtiger Bestandteil der deutschen Pläne zur Herstellung einer Atomwaffe. Ein gewaltloser Kommandoangriff zerstörte im Frühjahr 1943 die gesamte norwegische Produktion von schwerem Wasser. Es gelang dem deutschen Uranprojekt nicht. Na, das war jetzt zu schnell. Ja, das war im Prinzip dann das zweite Kapitel der Kriegsgeschichten oder beziehungsweise die zweite Kriegsgeschichte von Vieren. Und im nächsten Part wird es mit Tirai Lör, oder wie heißt das? 7 Briefe haben wir tatsächlich gefunden. Es gibt insgesamt 14, oh mein Gott. Okay. Tirai Lör, wenn ich das richtig ausspreche, ist dann die nächste Kriegsgeschichte oder War Story. Und der letzte Tiger wird natürlich zum Schluss kommen, das ist ja natürlich klar. Denn hier, anders als im Multiplayer, haben sie es geschafft, 42, 43, 44, 45, eine, wie sagt man, Zeitlinie einzurichten, nach der sie sich halten. Ich hätte mir das für den Multiplayer tatsächlich auch gewünscht. Naja, was will man machen? Ansonsten würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Kriegsgeschichte wieder. Bleibt gesund, bis dann, haut rein. Ciao, ciao.